Ja, und somit auch wieder herzlich willkommen zur Runde Mannekraft. Nochmal hier in der Weihnachtsmission. Und ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal einen schönen vierten Advent und eine schöne Weihnacht. Beziehungsweise Heiliger Abend, ne? Heute ist ja Heiliger Abend. Und was müssen wir tun? Jetzt muss ich mal die Bauobjekte hier unserer Freunde mal begutachten. Hier war jemand drin. Das ist nicht von mir gebaut. Okay, das befindet sich noch im Bau. Okay, das sieht aber komisch aus. Nicht ganz symmetrisch. Na, ist klar. Ja, das ist auch somit unser letzter Tag hier. Und was müssen wir jetzt noch machen? Ich würde sagen, wir platzieren noch ein paar Geschenke. Das mache ich in den Kreativmodus. Huch. So muss ich mal die Sachen erstmal ablenken. Dann mache ich hier mein Haus. Eine Truhe hier irgendwo. Eine Truhe. Ist auch keine Truhe. Was soll denn das? Ich habe keine Truhe. Was? Ach, keine Truhe hier im Haus hier. Sollen wir? Dann schmeißen wir erstmal alles rein. So, jetzt gehen wir schummeln. Ja, als Weißmann muss ich fliegen können und ich muss fette Geschenke haben. Oh, hey. In der Kiste. Interessant. Aber mhm. Eine Rätsel und Truhe. Mehr haben. Wie war das noch? Also. So, was brauchen wir noch Schönes? Das könnt ihr ja gar nicht sehen, wenn ich da was hinstelle. Ah, gut, du warst noch. Was? Und da brauchen wir noch Erde, ne? Das ist ja von draußen Erde. So. Ja, so, man muss die Erde reintun. Nein, es geht so. So, und dann tun wir die Truhe hier in der Mitte hin. Und dann gibt es hier noch ein paar schöne Sachen. Huch. Was habe ich denn da? Was haben wir denn Schönes? Genau. So.
100% Diamant noch hätte ich gern. Achso. Was das denn? So, nö. Diamantenblock. Genau. Ich nehme mal so viele, aber so viel kriegen sie nicht. So. Alles klar. Dann packen wir mal hier die Schenke. So, wie gesagt, Diamantenblöcke wollte ich jetzt nicht so viel geben. Das sind ja mal 9, ne? Also. Das ist nochmal so 72 Stück. 436 Stück. Das reicht. So. Alles klar. Die können wir dann wieder wegpacken. Ach, schön, ne? Oh, schön, 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 schön. Ja. Fertig. So, nächster Hausbesuch. Unsichtbares. Komisch. So. Dasselbe hin. Was? Dann haben wir natürlich auch hier schicke Geschenke rein. Ein Stück was, ne? Nee, es waren 4 Stück, ne? Ach man. 4 Stück, so. 4 Stück, das geht ja so, das ist auch so. Und das war's dann auch schon. So, das war die Geschenkevergabe. Schau mal. Eine Fackel. Das ist wenig Licht. So, wo war noch wenig Licht? Ein Zombie. Wieder ein Zombie. Creeper-Zombie. Na super. Hm. Hier auch so wenig Licht, ne? So, tja, haben wir das schon mal gemacht? Tja. Gut. Das war ein bei dem damaligen Texturpack war das hier Lichterketten, das geht leider nicht mehr. So, das ist bei dem hier nicht so. So, wo ist der? Draußen.
Da sehen wir uns da ja. Und ich komme gar nicht rein. Auch egal. Ist auch egal. Hübscher Skelett. Nee, das ist aber ekelhaft aus. Hm. Hier ist Schnee. Schneemann drin. Der ist leider nicht mehr da. Könnte ein bisschen schneien, wäre jetzt nicht schlecht, ne? Aber hier ist schön weiß. Was wir hier im Norden gerade in Deutschland nicht haben. Wir haben es eher grau in grau. Bei Marseille, schau mal. Ich habe es leider mal Lesebrille auf. Ich kann von beiden jetzt kaum lesen. 4 Grad. Ja. Doch, Tagestop-Temperatur ist bei 7 Grad. Hm? Ja, das ist ein anderer Mann. Ja, Freunde. Das war schon wieder die Weihnachtszeit und naja, wir haben nicht so viel geschafft. Ich habe auch nur mäßig Zeit gehabt. Ich habe tatsächlich nur in diesen Folgen hier bauen können, die wir jetzt hier so gemacht haben. Ne? Bisher ein paar Iglos gebaut und dann hier unser Haus vom 2016 fertig gebaut. Ne? An dem bauen wir weiter 2018. Und ja, ich weiß nicht, wie es hier wohnt. Ich kann ein Schild dran. Das ist auch ein paar Schild, muss ich immer noch ein Schild dran machen, ne? So. So, Schild dran. So, ja. Das war's auch schon. Das ist mir nicht so eine lange Folge. Ich möchte euch nicht lange aufhalten. Hm? Denn, ja. Das ist das Skelett. Ach, so ein Zombie ist da. Ja. Vollmond. Ich bin auch schon ein bisschen hell wieder. Der Mond geht unter. Ach, was soll ich sagen, Mensch? Haben wir es wieder erreicht? Ja. Irgendwie betrübt mich das so ein bisschen, dass ich so wenig Zeit hatte, mich hier die Angelegenheit hier zu kümmern. So, packen wir die Sachen wieder weg, die wir hier so haben. So, wer ist nicht? So, ich muss aber wieder zu meinem Haus zurück. Und dann beenden wir auch diese Folge, die auch echt sehr kurz. Ich habe auch nicht viel zu erzählen gehabt. Ah, oh, das ist ja so wichtig, ist ein Content, ist ja so wichtig. Ja, das große Content ist ja nicht. Du musst ja mal eine schöne Beschriftung haben. Ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte. Was wollte ich jetzt sagen? Ich muss mich jetzt. Oh, Feuer und Flamme sind die. Was wollte ich sagen? Achso, ja, das mangelnde Content. So, ja. Ich denke natürlich auch in der Vorbereitung für Weihnachten. Und im Realleben. Und dann ist natürlich hier nur wenig Zeit. Aber ich wollte jetzt nochmal schnell ein paar kleine Präsente hier verstecken. Kleine, gut, ziemlich fertig. Und ja. Und euch allen einfach schöne Weihnachten zu wünschen. Ich hoffe, ihr bekommt ordentlich viele Geschenke. Aber viel wichtiger ist, dass ihr es euch gut gehen lässt und nicht zu viel isst, auch wenn das alles so super lecker schmeckt. So, das graust mich auch noch davor. Jetzt geht gleich in die große Essensrunde. Wenn ihr euch das wahrscheinlich ansieht, bin ich schon unterwegs zur ersten Station. Am nächsten Tag zur nächsten. Es ist eine Familie relativ groß, das haben wir relativ viele Besuche zu tun. Aber das ist ja so geplant. So. Und am zweiten Weihnachtstag, da haben wir vielleicht Ruhe. So. Vielleicht mache ich da eine Folge mit dem Aufbruch von hier. Ja. Zu, was weiß ich, so unter Wasserstadt oder sonst wohin, wo wir gerade Lust haben zu bauen. Keine Ahnung, ich habe noch keinen Plan. Bleibt die Idee, wo ich weiterbauen soll. Könnt ihr es einfach in den Kommentaren schreiben.
Ich versuche sie zu lesen. Also bisher, ich lese sie nicht immer sofort, aber ich lese sie. Also nicht ungeduldig. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Ich muss halt die Zeit dafür haben. Ich bin jetzt froh, dass ich die Musik gekauft habe. Das ist aber immer problematisch. Also YouTube blockiert das so ein bisschen hier mit der Musik immer ständig ein bisschen. Ja, ich habe jetzt schon zwei Videos, wo es in der Prüfung ist, aber zumindest nicht gesperrt. Aber ich hätte mal keine Werbeeinnahmen, aber gut. Interessiert mich so nicht so sehr. Ja. So. Ist die Werbung, lasse ich jetzt meistens eingestellt. Ich wollte es eigentlich ohne Werbung machen, aber andersrum. YouTube stellt uns die Plattform zur Verfügung und YouTube hat ja auch was davon, wenn da Werbung läuft. Ich weniger. Ja, YouTube wahrscheinlich. Aber. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich mache Schluss einfach, würde ich sagen. Und stürze mich dann ins Weihnachtsgeschehen. Ich habe zum Glück alle Geschenke beschafft. Ich muss sie jetzt noch einpacken. Ja, dann geht's los. Das wird so schön. Ich finde das so schön, wenn die Kinder ihre Geschenke auspacken, leuchtenden Augen. Und jetzt sind sie neugierig, die platzen geradezu davor. Davon. Ja. So. Ja, auch meine Frau auch. Ich weiß nämlich nicht, was sie geschenkt kriegt. Nur ich weiß, was ich kriege. Das ist meine Neugier begrenzt. Ja, meine Freude nicht. Ist natürlich groß. Ich freue mich natürlich drauf, was sie mir schenkt. Aber immer diese Neugier. Was könnte es sein? Die habe ich nicht. Ja, also. Habt euch wohl. Und ja. Ich werde sehen, dass ich nochmal zu Jahreswechsel nochmal ein Video mache. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Alles klar. Dann genießt man noch diesen Weihnachtstitel und dann schalte ich ab. Ciao. Bis demnächst. Euer Jocke. Büschlein Stroh und lag wohl ein.